Oh, lecker, was ist das? Das ist jetzt besonders. Jetzt tut er genau, wo sie steuert. Aha. So Flächen mag ich gar nicht umschalten. Mit der Akku schon schwach. Und zum anderen brauche ich einen anderen Motor, weil ich wie die großen Auslieger gerade für einen kleinen Propeller abfigurieren. Da braucht er hinten hat er eine andere Bahn, ne? Hat er auch eh. Aber der war ausgelegt für einen 13 Zoll Propeller und ich bringe gerade einen 6 Zoll Uni. Jetzt brauche ich einen anderen Motor, den haben wir bestellt und ich hab dabei einen kleinen Propeller auf wie du, aber da hat er keine Leistung nicht. Ja gut, aber ich auch mal schief vorwärts, ne? Rückwärts auch, wie geht noch? Ja, er darf maximal auf 8, 9 Ampere gehen insgesamt. Na, rückwärts kann er gar nicht. Kann er gar nicht, ne? Aber das ist ja schön, dass er da so schön reagiert. Trotz dem Wind eigentlich auch. Ja, im Kopf der Modus schon, da kann er alles sein. Achso, aha. Aber als Flieger nicht da. Ah ja, okay. Der braucht zu 40 km/h mindestens, sonst fällt er runter. Also da wird jetzt praktisch bloß der Winkel verstellt von den Rotoren, oder? Sicher nicht, habe ich daheim. Nein, ich meine, dass der jetzt vorwärts oder rückwärts da mal. Der hat einen Heckmotor. Also bloß vom Heckmotor. Ja, und die anderen schaltet er dann ab. Achso, die schaltet er dann ab. Ah. Und ich habe einen daheim, da hat vorne ein Tiltrotor, der hat hinten dann gerade einen. Ja. Und die vorderen fahren nach oben, da macht er dann eine Neigung damit und im Flächenmodus gehen die nach vorne. Dann fliegt er praktisch wie ein Twin-Antrieb. Aber fliegt er schön. Trotz Wind, also das gefreut mich. Was habe ich am Verbrauch? Ja, muss ich eh schon landen. Also danke, viel Spaß. Ja, danke. Servus.